Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und für uns geht es ab auf den Turm ohne Ende. Und wir sollen 1033 Meter schaffen. Die erste Runde mache ich jetzt ganz schnell durch. Ich dachte eigentlich, ich schaffe es gleich bei der ersten Runde in den Goldbereich. Aber ja, seht selber, was mir gleich passiert. Das ist ja recht unschön. Ja, deswegen spulen wir das Ganze einfach hier mal ein bisschen durch. Da geht's hoch. 100, 200, 300. 400, da, jetzt hoch auf die 500, 600, 700, hoch, nochmal ein bisschen hoch, 900, so, jetzt machen wir es wieder ein bisschen langsamer. Und jetzt kommt diese Stelle, ihr kennt sie, wir haben sie alle schon, und hier klicke ich, springe ich ganz leicht daneben und verpasse natürlich die Goldmedaille um 13 Meter, was natürlich recht ärgerlich ist. Aber jetzt nochmal das Ganze halt eben schön langsam uns angeschaut. Turm ohne Ende ist ja immer so ein schönes Beispiel dafür, worauf wir achten sollten. Das heißt, zum einen sind die Bumper, die wir immer schön nehmen sollten. Am leichtesten ist es, wenn wir von unten an die Bumper dran springen, weil wir sie dann garantiert nicht verfehlen können. Wenn wir so einen schrägen Sprung machen, gerade wenn er über weite Strecken geht, dann ist es ja meistens immer so ein bisschen so ein, in welche Richtung tue ich jetzt meinen Controller halt eben ziehen. Und damit haben wir auch schon einen zweiten Punkt. Genau in die Richtung, in die ihr gerade geht oder in die ihr gerade blickt, solltet ihr auch immer den Bumper halten. Also hier gegen die Wand und dann sofort in die andere Richtung rüberziehen, dann ist es eigentlich recht leicht zum Halten. Und der dritte Punkt, worauf wir achten sollten beim Turm ohne Ende, ist natürlich immer die schönen rosa Looms einzusammeln. Da die uns eigentlich hier immer schön den Weg vorgeben, den wir hier auch nehmen sollten. Manchmal ist es ja so, diese Ranken kommen erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. Und wenn wir dann die Looms natürlich nicht eingesammelt haben oder nicht darauf geachtet haben, dann, ja, kann man da schon mal irgendwie ins Leere reinspringen. Aber ansonsten ist es ja eigentlich alles sehr, sehr logisch auch aufgebaut. Gerade dieses Hin und Her ist ja kein großes Ding. So, wir haben schon die ersten 400 Meter hinter uns. Schwierigkeitsgrad ist eigentlich recht leicht, bis gerade zu der Stelle, wo ich gerade vorher angesprochen habe. Dieses schnelle Springen macht man halt nicht oft hier in dem Bereich, sondern ja. Wir haben jetzt schon 500 Meter, jetzt kommen wieder diese Schlagespiele hier nochmal durchschlagen, rüber, den Bumper verfehlen wir, deswegen springen wir von der Wand ab, macht aber auch nichts. Hier wieder durchschlagender Erfolg, einmal hier drauf und hier, sobald wir die Möglichkeit haben, gehen wir auch hier weiter. So, jetzt wieder hier, ein paar schnelle Sprünge, eins weiter auf den nächsten Bereich, hier nach oben, hier drüber, einmal rüber. Und weiter nach oben. So, hier hauen wir da noch durch. Nochmal durch die Wand durch. Und gleich haben wir den Bereich hier auch geschafft. 750. Na? Jetzt geht es wieder ein bisschen schneller. Ist natürlich schön, wenn man an der Wand hochlaufen kann. Da macht man natürlich schön auch Meter hier. Wir haben schon die 800 Meter Pause. Und jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben hier die schnellen Wechsel wieder. Wir kommen hier nach oben, hier einmal die Wand durchhauen. So, jetzt hier auch Wände in dieser S-Kurve drin. So, wir müssen allerdings nochmal eine von den Runden machen. So, hier noch einmal drüber. Und jetzt kommt hier dieses Schräg-S mit dem einen. Und jetzt kommt gleich die Stelle, wo wir so entsprechend aufpassen müssen. Das heißt, hier nochmal hoch und jetzt hier an der Stelle ganz schnell hochklicken. Tack, 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 tack. Gleich auf den Bumper, damit das Ganze hier gleich wieder ganz schnelle Klicks und dann schaffen wir das auch ohne Probleme. Hier, der Ring ist sehr eklig, wenn man manchmal diese Plattform nicht schön erreicht. Ist mir in früheren Runden schon mal ein paar Mal passiert. Aber ja, mittlerweile habe ich das auch. Hier auch nochmal der gleiche Bereich. Ganz hoher Sprung machen in dem Fall. Dann sollte das alles gar kein Problem sein. Hier wieder ein schneller Wechsel. Jetzt auch wieder tak, 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 tak. Hoch auf den Bumper und gleich weiter. So, hier nochmal und wir haben schon die 1200 Meter. Jetzt hier hoch, rüber auf den anderen Bumper. Hier wieder von der Wand abspringen. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, Gott sei Dank. Und hier auf den anderen Bumper rüber. Gut, jetzt hier auch wieder die schnellen Wechsel. Tak, tak, tak. Wir kommen drüber. Die Wand ist natürlich auch blöd zum Abspringen. Jetzt hier nochmal ein Weitersprung. Abspringen von den Rändern. So, hier auch wieder tak, tak.
Und da haut es mich dagegen. Was natürlich sehr, sehr gemein ist, weil, ja, wir müssen halt eben da so ein bisschen auch im Dunklen verharren, weil der Sand halt eben schon so hoch gelaufen ist. Gut, aber vom, ja, wir haben es soweit ganz gut geschafft. 22 von 404, das heißt, wir sind unter den besten 5-6%. Und ja, das reicht eigentlich für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vielleicht probiere ich es nachher nochmal ein bisschen besser. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!